Bis 19 Uhr machen. Es werden verschiedene Leute noch spontan etwas zu dem Thema sich äußern. Das ist ein offenes Mikrofon. Wer also der Meinung ist, einen Kommentar abgeben zu wollen oder was die Meinung dazu zu haben, der kann das gerne tun. Ich werde dann die Diskussion, um das mal sozusagen leiten, und das Mikrofon weitergeben. Ansonsten übergebe ich gleich mal das Wort an den Michael Beukert. Der ist also von den Linken, und dann haben wir auch noch den Richard, das habe ich vielleicht auch mal schon vergessen, den Richard Illig von den Grünen noch begrüßen, der wird auch was sagen, und wer sonst noch was sagen will, kann das gerne tun. Danke. Die Sophia, ja, die will auch was sagen. Gut. Also, Michael, fang du mal an. Schön Lautsprecher, weg vom Lautsprecher. Genau, weg vom Lautsprecher, das ist immer gut, dahin zu stehen. Liebe Ansbacher, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, der Grund, warum wir heute hier stehen, ist eigentlich sehr traurig. Die weltweite Sicherheitsanlage ist äußerst angespannt. Wir haben jetzt seit circa 7 Jahren Krieg in Syrien mit ungefähr 500.000 Toten aus der Zivilbevölkerung. In der Nacht vom 13. auf den 14. ist die Lage eskaliert. Die NATO-Mächte Großbritannien, Frankreich und USA haben einen völkerrechtswidrigen Angriff ohne UN-Mandat begangen. Waffen können niemals Frieden schaffen. Noch mehr Waffen schaffen erst recht keinen Frieden. Solche Angriffe müssen unterbleiben, und die Bundesrepublik Deutschland und ihre Vertreter müssen hier ganz klar Stellung beziehen. Für uns heißt das Abzug der Bundeswehr aus der gesamten Region, aus dem Nahen und Mittleren Osten, und keine Verwicklung in kriegerische Aktivitäten. Und vor allem ein ganz klares Bekenntnis zum Frieden. Wenn ich höre, was unsere Spitzenpolitiker wie Frau Dr. Angela Merkel sagen, die zum Beispiel den Militäreinsatz als erforderlich und angemessen kennzeichnet, um die Wirksamkeit der internationalen Ächtung des Chemiewaffeneinsatzes zu wahren und das syrische Regime vor weiteren Verstößen zu warnen. Ja, da muss man echt an den Kopf langen. Ist denn das eine angemessene Antwort, um irgendjemand auf etwas hinzuweisen? Was will ich denn damit erreichen? Heiko Maas, um einen der weiteren Brandstifter zu nennen, möchte den Druck auf Russland erhöhen. Der Zusammenhang mit Russland ist in diesem vermeintlichen Giftgasangriff überhaupt noch gar nicht klargestellt. Und Alexander Graf Lambsdorff toppt das Ganze, indem er eigentlich schon fast bereut, dass die Bundeswehr nicht mit eingreift und dass wir die Militärinvention nicht unterstützen. Dann soll er doch irgendwo abspringen und sich da beteiligen, aber soll uns bitte rauslassen. Ich möchte an diesem Krieg nicht beteiligt werden. Und ich möchte das auch meinem Sohn so weitergeben, dass von deutschem Boden kein Krieg mehr ausgehen kann und darf. Und da dürfen wir gar keinenfalls reinverwickelt werden, weder militärisch noch durch die Politik. Es braucht eine UN-basierte Aufklärung der vermeintlichen Giftgasangriffe, und es braucht vor allem einen internationalen Friedensplan. So wie die Situation jetzt ist, funktioniert es nicht. Es ist sehr klar, dass das sehr schwierig werden wird, weil sich alle gegenseitig blockieren. Aber mit Waffen, das möchte ich nochmals betonen, werden wir eben keinen Frieden schaffen. Das muss sofort aufhören. Das Mittagsmagazin der ARD hat am 10.04. recht interessant veröffentlicht, dass in Syrien nicht nur ein Krieg tobt, sondern eine Propagandaschlacht herrscht. Propaganda, die nicht mehr durchschaubar ist. Propaganda, die unter anderem von den sogenannten Weißhelmtruppen betrieben wird. Und die Weißhelme, muss man ganz klar sagen, das ist keine staatliche Organisation, das ist eine private Schutzorganisation mit Sitz in Großbritannien. Gegründet unter anderem vom Außenministerium unter Federführung eines ehemaligen britischen Offiziers. Diese sogenannten Weißhelme sind vor allem dort tätig, wo extremistische, islamistische Milizen und Bündnisse Syrien und Teile von Syrien kontrollieren. Vor kurzem gab es anscheinend sogar Hoffnungsschimmer, dass der Krieg dort vielleicht wirklich bald zu Ende geht. Jetzt flammt er neu auf. Ich habe vor circa 5 Wochen auf einer Fahrt zu einer Fortbildung von Verdi einen jungen Syrer mit dem Auto dabei gehabt, und er hat gesagt, es entspannt sich zunehmend, wir sind alle der Hoffnung, dass der Krieg bald beendet ist, und ein großer Teil der Bevölkerung war auch froh, wieder ins Heimatland zurückzukehren, auch wenn die Situation dort mehr wie beschissen ist. Jetzt schaut's mal wieder komplett anders aus. Das kann und darf so nicht weitergehen und so nicht bleiben. Zum Giftgas möchte ich auch etwas sagen. 2013 gab es schon mal die Vermutung von einem Giftgaseinsatz.
Damals war Sarin benannt und auch damals gingen Bilder der Weißhelme um die Welt. Bilder, in denen Erwachsene sich aus den vermeintlichen Giftgaswolken herausgeschleppt haben. Bilder, in denen Leute mit Wasser abgewaschen wurden. Sarin ist absolut tödlich. Sarin lässt sich mit nichts abwaschen. Ein Tropfen Sarin auf der Haut und es ist vorbei. Gegen Sarin hilft nur eins, nämlich komplett geschlossene Anzüge. Diese Propaganda und Lügen, die dürfen uns nicht mehr länger beeinflussen. Das ist unglaublich. Wir haben heute offenes Mikrofon und es möchten sich noch mehr Leute zum Wort melden. Ich möchte noch kurz ein Zitat vorlesen von unserem Genossen Oskar Lafontaine. Spätestens seit der Brutkastenlüge, der erste Irakkrieg, und seit der Massenvernichtungswaffenlüge, der zweite Irakkrieg, weiß man, dass der größte Schurkenstaat der Welt, die USA, schamlos lügen, um Kriege vom Zaun zu brechen. Und die Briten sind immer mit dabei. Jetzt hat der Rüpel im Weißen Haus, Donald Trump, aber nicht nur die Unterstützung der Lady von Downing Street Number 10, Theresa May, die mit dem Rücken zur Wand steht und mit schamlosen Lügen, die sie verbreitet, versucht, ihre Haut zu retten, sondern auch den Wichtigtour Macron von der Élysée, der jetzt in Afrika die Kolonialpolitik Frankreichs weiter fortsetzen will. Weiterhin sagt Oscar Lafontaine, ausgerechnet die USA, die schon als sie den vietnamesischen Dschungel mit Agent Orange entlauchten, ihre moralische Verkommenheit zeigten und nach Bedarf Streubomben oder mit Uran versetzte Munition einsetzen, spielen sie jetzt zum moralischen Weltrichter auf. Obwohl die derzeitige Lage absolut unübersichtlich ist und sie immer wieder Kriege vom Zaun brechen. Ich möchte ja auch ganz klar was sagen, jetzt mal so in eigener Sache und zu unserer Partei. Immer wieder werden wir hier als Putin-Versteher in der Presse dargestellt oder als Assad-Freunde. Ich möchte mich ganz klar davon distanzieren. In meinen Augen ist Putin ein menschenverachtender Despot, der Frauenrechte mit Füßen tritt, der Minderheiten inhaftiert und keinesfalls jemanden, der für Gerechtigkeit einsteht. Trotzdem kann ein weiterer Angriffskrieg nicht die Lösung sein auf der Suche nach Frieden. Und weder Trump, noch Putin, noch ein Erdogan, noch ein Assad, wenn sie so weitermachen, bringen uns den Frieden. Und auf keiner dieser Seite werde ich mich jemals positionieren. Und auf keiner Seite hat sich unsere Partei positioniert. Auch diese Propaganda möchte ich einfach mal beenden. Dankeschön. Dann bitte ich den Richard Illig zu sprechen. Stimmt, Hans. Ich möchte auch dem Vorredner danken für seine Worte, denen ich sehr zustimme. Das eine hat mich vor allem bewegt, nämlich dass der Syrer gesagt hat vor kurzer Zeit, wir sind einer friedlichen Lösung näher als vorher und es könnte besser werden, es könnte ein Ende dieses Kriegs in Sicht sein. Vor anderthalb Wochen sind wir auch hier gestanden, das war bei der Ostermarschkundgebung. Und da hatten wir auch alle Hoffnungen und da haben wir auch Appelle schon losgelassen und wir haben ganz konkrete Forderungen genannt. In der Zwischenzeit ist es mal wieder ganz anders gekommen, es ist nichts zum Besseren geändert worden, sondern wir sind in großer Furcht und Sorge, dass alles noch einmal eskaliert. Ich bin gestern mit dem Fahrrad durch die Natur gefahren. Und da ist mir ein altes Gedicht eingefallen, das ich nicht mehr wörtlich zitieren kann, aber das vom Inhalt her ungefähr so lautete, und zwar ist es von Gerd Heidenreich, der hat Ende der 60er, Anfang der 70er, also erinnert euch, da war Vietnamkrieg, und da war ein Konflikt im Nahen Osten, und da waren auch noch Schurkenstaaten, Staaten aller Konsorten auf der Welt zugange, auch noch in Südamerika, und Kolonien gab es noch und jede Menge Krisenherde und vor allem den Kalten Krieg noch und den Ost-West-Konflikt, den sogenannten. Da hat er ein Gedicht geschrieben, das hieß so ungefähr, und zwar war das im Frühling 69, glaube ich, kein Hauch zart genug für Krokusblüte, kein Laut für Vogelsang. Die Kriege dauern an, die Kriege dauern an. Punkt. Und das ist so der Gegensatz, der mir gestern durch den Sinn gekommen ist, wie ich einfach durch die Natur
mit dem Fahrrad gefahren bin, gerade jetzt, wo die Natur erwacht, wo alles grünt und blüht, wo man eigentlich jubilieren möchte und könnte, wie schön die Welt ist und wie schön die Welt sein könnte. Und wir alle möchten in dieser Welt friedlich leben. Wir möchten unsere Kinder aufziehen und wir möchten für unsere Kinder eine Zukunft haben und wir möchten eigentlich, dass es auf der ganzen Welt so ist. Was ist stattdessen? Überall werden Krisenherde nicht nur einfach, es wird Schurken zugeschaut, sondern es werden auch Krisenherde angestachelt und es wird unglaublich viel Profit damit gemacht. Und es werden einfach nur noch eine verwirrende Anzahl von Nachrichten in die Welt gesetzt, die dazu führen, dass eigentlich jeder Mensch sagt, ich blick überhaupt nicht mehr durch. Was ist denn in Syrien? IS-Rebellen, Islamisten, der Putin, der Assad, irgendwelche Giftgas-Anschläge, über die wir in den Medien hören, wo wir ziemlich genau so viel glauben können wie damals, als der Paul. Na, der. Der vor Trump in Amerika war. Obama. Nein, vorher. Der Bush. Junior. Nach in den Irak einmarschiert ist und gesagt hat, das sind Massenvernichtungsmittel und es wäre sozusagen eine Pflicht für die friedliebenden Völker dort einzumarschieren. Ich möchte nicht viel gute Haare lassen an der rot-grünen Regierung, die damals in Deutschland an der Macht war. Die haben genug Blödsinn angestellt. Aber eins muss man schon sagen, es war ein Glück, auch dass der Joschka Fischer damals sich mit dem Schröder verständigt hat, nicht einzugreifen in diesen Irakkrieg. Sonst wäre vielleicht auch noch mal einiges anders gelaufen. Und das ist mein Gefühl im Moment, dass auch die Merkel und wir in Deutschland da mal wieder Hurra schreien, wenn irgendein völlig sinnloser Angriff passiert, von dem klar ist, dass er überhaupt in keiner Weise dazu geeignet ist, den Krieg zu beenden oder zu reduzieren oder sonst was. Manchmal hat man das Gefühl, solche Leute wie der Obama, die Theresa May, vielleicht auch der Macron, vielleicht auch die Angela Merkel, brauchen sowas, um von innenpolitischen Schwierigkeiten oder Problemen abzulenken, um sich zu Größen aufzuschwingen, die sie nicht sind. Die brauchen sowas, sie hätten es schon immer gebraucht und warten nur auf sowas, um mal wieder der Welt zu zeigen, wie stark sie sind. Und das kotzt mich ehrlich gesagt an. Und was mich auch ankotzt, ist, dass man immer davon redet, Fluchtursachen zu beseitigen und ständig weiterhin Waffen liefert, weil die Rüstungsarbeitsplätze und die Rüstungsprofite davon so abhängig sind. Auch da finde ich, da müssten endlich klarere Worte fallen in Deutschland. Und da sind wir jetzt auch bei dem, an wen wir hier appellieren können. Wir fühlen uns machtlos bei dem, was in Syrien passiert. Wir können dann nur noch den Kopf schütteln und zuschauen, aber was wir machen können, ist hier an unsere Regierung Appelle senden und sagen, wir wollen nicht, und zwar überhaupt nicht, dass da Öl ins Feuer gegossen wird. Wir wollen keine weitere Eskalation. Wir wollen auch überhaupt keine Waffenexporte mehr. Und in dem Sinne, ja, ein etwas wenig hoffnungsvolles, ich wünsche uns allen mehr Frieden. Danke. Danke. Und dann kannst du was sagen. Ne? Ja. Okay, hallo. Also ich sage jetzt noch was konkret zu dem Thema Afrin, weil das ist im Moment einfach einer der größten Kriegspunkte, was man auch so mitbekommt. Und deswegen finde ich es enorm wichtig, das auch anzusprechen. Und zwar, wie denke ich viele wissen, greift seit dem 20. Januar diesen Jahres das türkische Militär zusammen mit dem IS und al-Nusra die ehemals friedliche Region Afrin an, dem westlichsten Kanton von Rojava und dem mehrheitlich kurdischen Selbstverwaltungsgebiet in Nordsyrien. Bis jetzt wurden in diesem Krieg über 500 Zivilpersonen ermordet. Ganze Wohngebiete, Schulen, Bäckereien, Krankenhäuser, die Wasserversorgung und sogar die Menschen auf der Flucht wurden verbombt und ermordet.
Fast die komplette Bevölkerung wird vertrieben. Und sie ist unter schrecklichen Bedingungen auf der Flucht. Mittlerweile ist die Stadt Afrin fast komplett umstellt und die Innenstadt wird angegriffen. Dort befinden sich Hunderttausende von Menschen und ein Massaker ungeahnten Ausmaßes ist zu befürchten. Die türkische Armee hat einen Krieg begonnen, was aber nur von wenigen auch so benannt würde. Ja. Die türkische Regierung behauptet, es handele sich dabei um einen Akt der Selbstverteidigung. Erdogan hat den Krieg lange angekündigt, weil er darin den kurdischen Terror sieht. Und trotzdem hat ihn niemand aufgehalten. Im Gegenteil, Russland bzw. die USA ermöglichten mit der Freigabe des nordsyrischen Luftraumes erst die Angriffe der Türkei auf Afrin. Deutschland liefert Waffen an die Türkei und schaut dem Abschlachten, der Ermordung und der Vertreibung der Menschen kritiklos und tatenlos zu. Die Bundesregierung weigert sich offen, den Krieg als das zu bezeichnen, was er ist. Und zwar ein völkerrechtlicher Angriffskrieg. Für sie zählen keine Menschenleben, keine Werte oder Moral. Für sie zählen die Waffenlobby, der Flüchtlingsdeal, die Wirtschaft und die NATO. Seit nun fast drei Monaten bitten die Menschen in Afrin, die Welt Erdogan zu stoppen. Es geht um ihr nacktes Überleben. Wie kann es sein, dass alle Welt dem Abschlachten zusieht und niemand etwas dagegen tun möchte? Merkel und Gabriel kennen die schrecklichen Fakten vielleicht besser als wir. Aber Fakten interessieren sie nicht. Sigmar Gabriel hat mitten im Afrin-Krieg der Türkei deutsche Panzer für über 4 Millionen Euro geliefert. Und gleichzeitig das Gegenteil, frech in die Kameras gelogen. Deutschland schweigt und es sieht so aus, als würden sie nichts tun. Aber an ihren Händen klebt das Blut der Menschen. Im Krieg gegen Afrin wird mit deutschen Panzern und Waffen getötet. Durch die kurdischen Dörfer rollen Leopard 2 Panzer von dem deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall und Unimog Militärfahrzeuge von Mercedes. Und geschossen wird unter anderem mit Maschinengewehren von Heckler und Koch. Deutschland hat die Türkei als NATO-Partner jahrzehntelang hochgerüstet. Auch für den Krieg in Afrin. Die Bundesregierung spricht im Zusammenhang mit dem Überfall auf Afrin von legitimierten Sicherheitsinteressen der Türkei. Es gibt auch deswegen keine Kritik von deutscher Seite, weil Erdogan Deutschland und ganz Europa mit dem Flüchtlingsdeal erpresst. Dieser Flüchtlingsdeal ist auch Folge von Rassismus und rechtspopulistischen Stimmungen in unserer Gesellschaft. Kurdische Organisationen und Aktivisten werden weiterhin in Deutschland massiv kriminalisiert. So gilt seit den 90er Jahren die türkisch-kurdische Arbeiterpartei PKK als eine terroristische Vereinigung. Und selbst Symbole und Demonstrationen werden verboten und als terroristisch stigmatisiert. Während Erdogan in der Türkei eine Diktatur errichtet und weit über die Grenzen hinaus zur Ausbreitung ultra-reaktionärer Ideologien beiträgt, hat die kurdische Bewegung in Nordsyrien in den letzten 7 Jahren den Aufbau einer Selbstverwaltung vorangetrieben. Zentrale Pfeiler dieser Selbstverwaltung sind die Frauenbefreiung, basisdemokratische Mitbestimmung, Humanität, Toleranz, ein friedliches Zusammenleben von unterschiedlichen Religionen und Ethnien und ökologische Nachhaltigkeit. Damit ein Vorbild, definitiv auch für unsere Gesellschaft. Das ist natürlich gefährlich für das faschistoide Erdogan-Regime, weil es eine Alternative zu autoritären Gesellschaften zeigt. Deutschland hingegen unterstützt mit Erdogan und seinen aus der Al-Qaida hervorgegangenen Dschihadisten lieber ein rückständiges, menschenfeindliches Weltbild. Auch in unseren Straßen wohnen Menschen und in unsere Schulen gehen Kinder, deren Freunde und Verwandte in Afrin getötet werden. Menschen, die hier mitten unter uns leben und um ihre Familien fürchten und trauern müssen. Wir müssen endlich verstehen, wie viel der Krieg in Afrin mit uns zu tun hat. Wir protestieren gegen eine Politik, die wirtschaftliche Interessen in den Mittelpunkt stellen. Wir fordern ein Ende der Rüstungsexporte und ein Verbot und der Kriminalisierungen und Verbote kurdischer Gruppen und Projekte. Unsere Solidarität gilt der Bevölkerung in Afrin und allen fortschrittlichen Kräften, die für eine solidarische gesellschaftliche Perspektive jenseits von Profit, Ausbeutung und Unterdrückung kämpfen.
Wir wollen das Schweigen über den Krieg brechen und die Bundesrepublik dazu auffordern, sich den Protesten anzuschließen und Solidarität mit der kurdischen Bevölkerung zeigen. Der Krieg in Afrin ist nur ein Krieg, der momentan läuft. Es gibt auch noch ganz viele andere Punkte, die müssen natürlich genauso mitgesehen werden und da muss auch protestiert werden. Und deswegen sage ich, egal um welchen Krieg es geht, seht nicht weg, das sind auch eure Kriege. Deutschland ist mitverantwortlich und muss handeln. Nicht in unserem Namen. Schluss mit der deutschen Unterstützung. Schluss mit dem Krieg in Afrin. Und Schluss mit dem Krieg auf der ganzen Welt. Dankeschön. Ja, es ist unglaublich, dass die USA wieder antritt mit dem Begriff Freiheit und Demokratie und die USA nicht abwarten kann mit den Verbündeten in Europa, dass die Organisation zur Überprüfung von Chemiewaffen überprüft, ob überhaupt Giftgas eingesetzt worden ist, geschweige denn durch wen, und startet einen Angriff. Der USA ist kein Wort zu glauben. Das ist ja schon mehrfach gesagt worden. Es ist in Chile geputscht worden. Es ist behauptet worden, in Irak wurde damals Giftgas eingesetzt oder es gibt Giftgas. Alles Lüge. Es waren alles Lügen. Und man muss aber aufpassen, dass man nicht denkt, das ist ein wild gewordener Präsident, sondern man muss sehen, dass im Hintergrund natürlich die Rüstungsindustrie in den USA, die proportional stark geworden ist zu anderen Industriezweigen, wie wir es auch unter Nixon erlebt haben in Vietnam, wo er nicht nur Giftgas eingesetzt hat, sondern Napalm in großem Maße abgeworfen haben, die Menschen bei lebendigem Leib verbrannt sind. In Vietnam sind mehr Bomben abgeworfen worden als im ganzen Krieg, im Zweiten Weltkrieg. Denen ist nichts zu glauben, denen geht es um eine globale Strategie mit dem Ziel, andere zu schwächen, um selbst stark zu sein. Und natürlich letztlich gegen einen Konkurrenten wie Sowjetunion, aber auch China mittlerweile vorzugehen, um die Macht zu erhalten und das mit kriegerischen Mitteln, weil sie wirtschaftlich nicht mehr so in der Lage sind wie in der Vergangenheit. Und das ist das eigentliche Gefährliche. Deswegen ist der Trump nicht zu unterschätzen, weil die Rüstungsindustrie dahinter ihn natürlich auch mitdiktiert, wie er vorzugehen hat. Und das macht das große Risiko aus. Man muss sehen, dass wir leider, und zwar heute aktuell, wenn wir die Nachrichten gehört haben, die Außenminister, und zwar gänzlich in Europa, das Vorgehen mehr in Syrien mehr oder weniger unterstützen. Und das ist weiter dramatisch, dass sich Europa vor die Politik der USA vorsparen lässt. Und ich denke, da müssen wir versuchen, durch Öffentlichkeitsarbeit, und zwar nicht indem wir dem Mainstream, wie man heute in den Zeitungen und Nachrichten im Fernsehen sehen kann, auf den Leim geht. Weil da wird ja schon einseitig mitgeteilt, es war ein Chemiewaffeneinsatz und es waren die Syrer. Was überhaupt nicht bewiesen ist, das ist genauso, wenn ich zu irgendjemand hier im Kreis sage, du bist ein Bankräuber und hab's nicht bewiesen, dass einer ist und buchte den ein. Wo gibt's denn sowas? Und ich denke, wir müssen uns einsetzen. Wir müssen uns in den Bekanntenkreis überall, wo wir Möglichkeiten haben, diskutieren, dass wir mit großer Anzahl wieder auf die Straße gehen und verhindern, dass daraus noch was eskaliert und es zum Weltkrieg kommt. Und das ist nämlich das große Risiko eigentlich. Und ich hoffe, dass es positiv für uns weitergeht, auch wenn wir jetzt nur ein kleiner Kreis sind. Wir werden daran arbeiten, dass es keinen Krieg gibt. Ja, recht herzlichen Dank. Ich habe eins nur mal vergessen. Das möchte ich schon noch sagen. Wir haben einen Zweiten Weltkrieg gehabt. Und zum Zeitpunkt des Zweiten Weltkriegs war Eisenhower an der Macht. Und der Eisenhower steht nicht im Verdacht, Marxist oder Sozialist zu sein. Und der hat nach dem Krieg gesagt, das kann man auch nachlesen, dass die politische Klasse in den USA muss aufpassen, dass die Vertreter der Rüstungsindustrie in der Politik nicht zu starken Einfluss bekommen. Damit genau das nicht passiert, dass die bestimmen, wo Krieg geführt wird. Danke. Ich möchte an deinen letzten Satz gleich anknüpfen.
In den USA haben diese Leute gesprochen vom militärisch-industriellen Komplex. Ja. Das war ein marxistischer Fachbegriff, um das mal so zu sagen. Sehr zutreffend. Jetzt sind wir in der Situation, dass man jetzt 400 Jahre ist es her, dass der 30-jährige Krieg angefangen hat. Und es gab immer wieder Kriege. Dann der Erste Weltkrieg. Was ging es da? Da ging es immer darum, die Welt neu zu regulieren, neu aufzuteilen. Im Prinzip gibt es auch in Russland, da gibt es ja keinen Sozialismus, das was wir wollen, ganz die Oligarchen mit ihrem Kapitalismus. In den USA gibt es Kapitalismus. Der Kapitalismus ist momentan weltweit dabei, sich neu zu ordnen. Und da gibt es natürlich Einflusssphären, da gibt es Rivalisierungen und Kämpfe. Und die werden alle auf den Köpfen der einfachen Menschen ausgetragen. Und das ist jetzt das große Problem. Es geht nicht darum, zumindest aus meiner Sicht, darum, irgendjemandem zu sagen, das sind die Guten oder das sind die Schlechten. Das wäre ungefähr so, ich sage es einmal drastisch, fränkisch, das wäre an großen Scheißhaufen dran zu vergleichen. Ja, also das ist drastisch. Es sind auf beiden Seiten die Leute, die da eben ausbeuten und die Völker unterdrücken und auf deren und sie auch missbrauchen, zum Teil religiös missbrauchen. Das haben wir auch aus der Geschichte, eigentlich haben wir das ja lange funktioniert. Ne? Oder wenn wir momentan denken, ja, die Buddhisten sind alle so brav und lieb, ne? Jetzt sehen wir einmal wie die in Myanmar oder wie das früher Burma, wie sie da die Muslime verfolgen, das geht immer auf Kosten der Ausgebeuteten. Und es geht darum, dass die Herrschaften eben ihr Macht erhalten wollen und die großen Profite machen wollen. Egal, ob das jetzt irgendwo auf welcher Seite. Also für mich ist der Putin nicht der tolle Mann oder was. Das ist genauso für mich nicht in Ordnung, was der macht oder wie der Bush. Ne? Das ist jetzt momentan unser toller amerikanischer Präsident, ne? Der ja auch, haben wir jetzt im ZDF herausfinden können, mit der russischen Mafia verknüpft ist. Ja. Also es geht schlicht und einfach um die Neuaufteilung der Welt und da ist ihnen nichts zu schade drum und das machen sie auf Kosten der Menschen. Danke. Also auf die Gefahr hin, dass das jetzt sehr antiquiert klingt und einige Leute einen falschen Hals kriegen. Ich würde noch ein wenig weitergehen. Der 30-jährige Krieg war kein Religionskrieg, wie er uns verkauft wird, sondern es war ein Krieg verschiedener politischer Mächte, die religiösen Differenzen funktionalisiert haben. Und genauso ähnlich ist es bei uns heute. Drastisch gesprochen ist das, was zurzeit läuft gegen die Anhänger des Islam, ich meine jetzt nicht die Islamisten, sondern die Muslime, ist die gleiche Funktionalisierung und das gleiche in eine Außenseiterrolle drängen, wie es damals bei den Juden war. Und beides lässt sich wunderbar funktionalisieren. Es sind nämlich immer die anderen, die Bösen sind. Und von daher ist auch dieser Spruch, wir sind das Volk, nichts anderes als reaktionäre braune Scheiße. Ja, so ist es. Danke. Möchte noch jemand seinen Kommentar dazu abgeben oder seine Meinung dazu sagen? Wenn das nicht der Fall ist, dann will nur jemand ein Schlusswort sprechen. Das Mikrofon ist offen. Okay, nichts mehr dabei, dann würde ich sagen, tun wir das, was wir ja gesetzlich verpflichtet sind, die Veranstaltung formell auflösen. Danke. Okay, danke. Alles auf einmal, alles auf einmal, alles auf einmal.